Guten Abend. Der Zorn der Straße gegen den ersten Mann im Staate. In Frankreich drängen die sogenannten Gelbwesten Präsident Macron zunehmend in die Enge. Die Protestierenden, seit Wochen sind es Hunderttausende, fühlen sich mächtig. Wohl wissend, dass die kleinen Leute in einem Land wie Frankreich durchaus in der Lage sind, die Staatsmacht zu erschüttern. Und so tragen sie die Geschichte vor sich. 1789, als die Bürger den König entmachteten und das französische Leitmotto von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entstand. Die Studentenrevolte 1968, die bedeutende Reformen nach sich zog. Und jetzt wird 2018 wieder so ein historisches Jahr. Es sind die Gelbwesten, die auch mit Gewalt ihre Unzufriedenheit nach draußen tragen. Für Präsident Macron sind diese Tage entscheidend. Und so wandte er sich mit einer Rede an die Nation. Sabine Rau berichtet. Tagelang war er unsichtbar, kein Wort des sonst so redegewandten Präsidenten an die Gilets Jaunes, die Gelbwesten. Macron schwieg. Heute Abend zur besten Sendezeit der lang erwartete Auftritt. Es ist möglich, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass es mich nicht kümmert, was im Land passiert und dass ich einige verletzt habe mit meinen Vorschlägen. Zuvor am Morgen. Die Anspannung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Der Druck der letzten Tage lastet schwer. Spitzentreffen mit Ministern, Gewerkschaftern, Arbeitgebern. Sie alle haben sehr unterschiedliche Erwartungen. Macron lässt nicht erkennen, was er am Abend ankündigen wird, nämlich vor allem 100 Euro mehr Mindestlohn, eine Prämie für Arbeitnehmer noch im Dezember, Entlastung der Renten. Und er versichert den Franzosen: Mon seul souci. Meine einzige Sorge gilt Ihnen. Mein ganzer Einsatz gilt Ihnen. Es geht vor allem um eines, es geht um Frankreich. Vive la République. Vive la France. Abseits von Paris sind die Gilets Jaunes, die gelben Westen, am Abend auf ihren Posten. Auf ihren Smartphones haben sie die Rede des Präsidenten aufmerksam verfolgt. Man hat uns gehört, das ist schon mal nicht schlecht, aber der Kampf ist noch nicht zu Ende. Das waren ein paar Angebote, aber für mich reicht das nicht. In der Hauptstadt fallen die Reaktionen durchaus wohlwollender aus. Er hat starke Zeichen gesetzt. Es stimmt, ein Teil der Franzosen wurde abgehängt und es war wichtig, ihnen heute Beachtung zu schenken. Immerhin hat er etwas getan für die, die am wenigsten haben, und den Mindestlohn erhöht. Ob das die aufgebrachte Stimmung in Frankreich beruhigen kann, wird sich am kommenden Wochenende zeigen. Denn die nächsten Proteste auf den Champs-Élysées sind bereits angekündigt. Herr Sabine Rau in Paris, Macron konnte also etwas besänftigen, aber die Proteste sollen trotzdem nicht aufhören. Genau so ist es. Wie gesagt, in den sozialen Netzwerken wird schon für neue Demonstrationen am kommenden Samstag hier in Paris in der Hauptstadt aufgerufen. Und wir haben es ja im Film auch gesehen, die Reaktionen der Gilets Jaunes sind eher reserviert bis enttäuscht. Macron hat zum Beispiel interessanterweise die Vermögenssteuer gar nicht erwähnt. Das war in den letzten Tagen und Wochen hier doch schon in der Diskussion. Er hatte Teile der Vermögenssteuer abgeschafft und es war ein Teil der Forderungen, dass auch die Reichen stärker sich beteiligen sollen an der Situation und zur Kasse gebeten worden. Also kein Wort dazu heute von ihm. Stattdessen soziale Maßnahmen. Ja, das steht aber natürlich auch in gewissem Widerspruch zu seinem Vorhaben der Haushaltsdisziplin. Er hatte ja, als er angetreten war, versprochen, die Maastricht-Kriterien einzuhalten. Das wird jetzt schwierig werden. Frankreich hat übrigens auch viel zu wenig Wachstum. Das heißt, er beginnt an seinen Reformen Abstriche zu machen. Kann man denn von einem Kurswechsel sprechen oder nur von einem Stilwechsel? Ein Stilwechsel ist es sicherlich, was die Ansprache an die Franzosen betrifft. Wir haben es gesehen, er hat sich doch sehr bemüht um eine verbindliche, teilweise auch sehr pathetische Sprache. Er war sehr zugewandt. Das hatten die Franzosen zuletzt doch sehr an ihm vermisst. Hier wird er oft als arrogant und abweisend bezeichnet. Ein Kurswechsel, so weit würde ich nicht gehen, denn ich denke, dass er eigentlich nur eine Chance hat, als Präsident glaubwürdig und glaubhaft zu bleiben, wenn er an seinen Reformen festhält. Aber wie gesagt, erste Abstriche sind gemacht worden.
Ja, wie sehr beschädigt all das Macron? Man kann sagen, er ist eigentlich schon beschädigt. Er hat in den letzten Wochen und Monaten einen rasanten Abstieg in den Meinungsumfragen erlebt, schlimmer und dramatischer, als das bei seinen Vorgängern, die auch nicht eben glücklich dastanden, der Fall gewesen ist. Und dieser Absturz in den Umfragen hier, dieser Ansehensverlust, den er hier erlebt hat, ist zugleich auch ein Ansehensverlust auf der europäischen Bühne, auf der Ebene Europas, aber vielleicht sogar auch weltweit. Wir erinnern uns an die hämischen Tweets, die sein sogenannter Freund Donald Trump abgesetzt hat. In Europa ist er mit seinen Reformen auch nicht so richtig zum Zuge gekommen. Also man kann sagen, Emmanuel Macron hat nach 19 Monaten im Amt doch ganz schön Federn gelassen. Dankeschön, Sabine Rau in Paris. Und mehr über die Proteste in Frankreich sehen Sie in einem Weltspiegel-Extra gleich nach den Tagesthemen. Vom Regen in die Traufe. Für Theresa May muss es sich so anfühlen, als ob dieses Motto sie in Dauerschleife begleitet. Den Brexit, den sie gar nicht wollte, muss sie ausführen. Doch wie? Eigentlich hatte die britische Premierministerin geplant, morgen im Parlament über ihren Brexit-Deal mit der EU abstimmen zu lassen. Doch May hat diese Abstimmung verschoben. Sie wusste, dass die Mehrheit der Parlamentarier sie im Regen stehen lassen würde. Julie Kurz über eine Premierministerin, der das Wasser bis zum Hals steht. Schon vorm Parlament ist es heute schwer, den Überblick zu behalten. Die einen trällern eindringlich für die EU. Wenige Meter entfernt fordern andere, Ausstieg heißt Ausstieg. Dann fährt noch ein Brexit-Ungeheuer vorbei und dazwischen hetzen Journalisten von einer Kameraposition zur nächsten. Doch all das schrille Treiben vorm Parlament ist nichts gegen das, was sich drinnen abspielt. Die Premierministerin zieht in letzter Minute die Notbremse. Die morgige Abstimmung über den Brexit-Deal lässt sie verschieben auf unbestimmte Zeit. Wenn wir diese Abstimmung wie geplant abhalten würden, würde der Deal mit einer beträchtlichen Anzahl abgelehnt werden. Ich glaube aber, dass es noch eine Mehrheit für diesen Deal gibt, wenn ich weitere Zusicherungen zu der Notfalllösung bekomme. Die Premierministerin kneift vor einer krachenden Niederlage, die sie womöglich zum Rücktritt gezwungen hätte. Also versucht sie es lieber noch einmal. Weiter verhandeln mit Brüssel, im Fokus der unbeliebte Backstop, der Notfallplan, der eine Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindern soll. Doch EU-Ratspräsident Donald Tusk machte in einem Tweet am Abend klar, der Deal inklusive des Notfallplans wird nicht neu verhandelt, aber wir sind bereit zu diskutieren, wie die britische Ratifizierung erleichtert werden kann. Klingt eher nach kosmetischen Korrekturen als nach substanziellen Veränderungen. Dieses Gefühl treibt auch die Parlamentarier um. Viele sind jetzt erst richtig wütend, dass ihnen das Votum in letzter Minute aus der Hand genommen wurde. Wir wollten darüber abstimmen. Die Menschen erwarten das von uns. Und die Regierung haut ab und versteckt sich auf der Toilette. Dass sie nicht realisiert, wie chaotisch und lächerlich unser Land jetzt aussieht. Was sie heute gemacht hat, zeigt, sie hat einfach nur Schiss. Das Parlament ist sich weitestgehend einig im Groll gegen die Premierministerin. Doch für irgendeine andere Lösung zeichnet sich auch keine klare Mehrheit ab. Und so stellt die verzweifelte Premierministerin die durchaus berechtigte Frage. Will das Haus den Brexit überhaupt durchziehen? Eine Antwort bekommt sie nicht. Am Abend gibt's nur eine Gewissheit im Brexit-Drama. Alles ist möglich. Aus London ist mir Hanni Hüsch zugeschaltet. Hanni, jetzt ist das Problem aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Warum macht May das? Naja, als erstes hat sie eine gewaltige Niederlage verhindert und damit möglicherweise auch ihr sehr schnelles politisches Ende. In der altbekannten Manier auf Zeit spielen, aber das ist die Wahrheit, man kann nicht ewig davonlaufen. Und so läuft sie morgen erstmal in europäischer Hauptstädte, wohl unter anderem auch zu Theresa May. Damit zeigt sie ihren Leuten hier, seht, ich kämpfe noch. Vielleicht wird sie auch die ein oder andere kleinere Änderung noch raushandeln können. Schwer vorstellbar, dass das mehr als Kosmetik sein kann. Und schwer vorstellbar, dass das den Abgeordneten reicht. Die waren heute sowas von stinkesauer. Aber sie will es natürlich in jedem Fall versuchen. Interessant übrigens auch, dass sie überhaupt keinen neuen Termin für eine
Abstimmung benannt hat. Und da wird es interessant. Plötzlich heißt es aus Downing Street, das könnte erst im Januar sein. Also wenn die Uhr ganz brutal weitergetickt ist und möglicherweise die Panik bei den Abgeordneten so groß ist vor einem ungeordneten Deal, dass sie ihrem Deal, den sie immer noch für den besten hält, dann doch noch zustimmen. Wie wahrscheinlich ist es, dass es am Ende doch kein Brexit gibt? Na, es ist ein interessantes Szenario. Theresa May hat ja heute, wir haben es gerade bei Juli schon gehört, gesagt, will das Haus überhaupt einen Brexit? Sie spielt damit auf ein Momentum an, das es durchaus in der letzten Zeit gibt, nämlich ein zweites Referendum, was das Parlament nicht hinkriegt, kriegen vielleicht die Bürger hin. Es gibt zu diesem möglichen zweiten Referendum in der Zwischenzeit auch parteiübergreifende Gespräche, das Volk vielleicht doch noch einmal zu befragen. Das ist eine Möglichkeit. Allerdings, wie das Volk dann entscheiden wird, auch das ist gänzlich offen, so offen wie alles in dieser Nacht. Dankeschön, Hanni Hüsch in London. Dort, wo sich montags normalerweise zugleich Hunderte auf dem Weg zur Arbeit oder Schule an den Gleisen drängeln, war heute gähnende Leere. Sehr zum Unwillen von eben jenen, die eigentlich staufrei zum Dienst wollten und nun oft aufs Auto ausweichen mussten. Die Bahngewerkschaft EVG hatte mitten in den Tarifverhandlungen zum Streik aufgerufen und bundesweit ging vielerorts gar nichts mehr. Warnstreik an einem Montagmorgen. Musste das wirklich sein? Griet von Petersdorf über lahmgelegte Stellwerke und den Kampf um höheren Lohn. So hatten sich die Rheinland-Pfälzer ihren Köln-Trip nicht vorgestellt. Sie wohnen alle in einer Straße und einmal im Jahr unternehmen sie etwas Schönes. Weniger schön aber das Ende der Reise. Als sie vom Streik hörten, eilten sie zum Bahnhof viel früher als geplant. Ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Also wir hatten eine geplante Rückfahrt, die fällt leider aus. Das bedeutet für uns, dass wir etwas früher am Bahnhof sein mussten, um uns der Information eine neue Zugverbindung zu holen. Das ist halt schade, wenn wir jetzt da früher aufbrechen müssen, aber wir können damit leben. Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG war kurz, heftig und offenbar überraschend für die Deutsche Bahn, die sich noch im Verhandlungsmodus wähnte. Zeitweise war kein Fernzug unterwegs. In Berlin hatten die Pendler größte Mühe, zur Arbeit zu gelangen. Nichts für Menschen mit Platzangst. Insgesamt ein voller Erfolg, freut sich die EVG, die hier in Berlin den Streik bundesweit koordinierte. Also es war doch schon ein gewaltiges Signal, denke ich, das wir in Richtung Arbeitgeber geschickt haben. Uns hat das eigentlich nicht überrascht, weil wir wissen, wie die Stimmung vor Ort ist bei den Leuten. Sie ist angefressen, weil die Leute merken, es fehlt überall an Personal. Die Arbeit wird immer mehr verdichtet. Und sie bekommen natürlich auch Druck von außen, von Kunden, die unzufrieden sind. Der Streik doch wohl eher ein Blendwerk, zumindest völlig überflüssig, findet die Deutsche Bahn. Das war absolut unnötig, zumal wir uns am Verhandlungstisch ja so schon sehr angenähert hatten. Wie weit sind nun Arbeitnehmer und Arbeitgeber tatsächlich voneinander entfernt? Die Gewerkschaft EVG pocht auf 7,5% mehr Geld bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Bahn hingegen bietet ein Gesamtpaket mit Lohnerhöhung, Einmalzahlung und noch anderen Leistungen. Das wären summa summarum 6,7% mehr Geld bei einer Laufzeit von 29 Monaten, also 5 Monate länger. Wirklich eine unüberwindbare Kluft? Während die EVGler zufrieden das Streikzubehör zusammenpacken, melden sich Kritiker. Die Gewerkschafter haben sich mit dem Streik vor allem profilieren wollen. Denn da gibt es ja noch die andere Gewerkschaft, kleiner aber frecher, die GDL, Gewerkschaft der Lokführer. Die EVG steht natürlich auch in Konkurrenz zur GDL. Und die EVG gilt ja eher als zahme Gewerkschaft und teilweise wird sie ja auch dafür kritisiert, auch aus der Belegschaft heraus, dass sie zu zahm sei. Insofern ist auch durchaus zu vermuten, dass auch diese Gewerkschaft hin und wieder mal ihre Streikfähigkeit unter Beweis stellen muss. Der Chef der GDL jedenfalls kommentiert etwas süffisant den Streik der Konkurrenz. Dass wir streiken können und dass dann der Zugverkehr fast vollständig zum Stillstand kommt, das haben wir bewiesen. Wir müssen hier keinen Beweis antreten. Vielleicht ist das der Treiber bei anderen. Nun, dieser Gewerkschaftskonflikt ist alt, die Belastung der Bahnmitarbeiter aber wohl akut. Sonst hätten in aller Herrgottsfrühe wohl nicht so viel mitgemacht. Die Reisegruppe aus Rheinland-Pfalz hatte dann irgendwann einen Zug ergattert. Und die Laune stieg wieder. Vielleicht bleibt es ja bei einem Bahnstreik, denn morgen Nachmittag verhandeln sie wieder, die Bahn und die EVG.
Den Streik und die Streitereien bei der Bahn kommentiert jetzt Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk. Während Autodeutschland über den Diesel debattiert, legt eine Gewerkschaft, die ihrem Konzern eins auswischen will, für Stunden den Zugverkehr lahm. Wenn das so weitergeht, sehe ich für die Verkehrswende schwarz. Monatelang saßen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Bahn zusammen, um einen neuen Tarifvertrag zu verhandeln. Über die meisten Details hatten sich die Kontrahenten ja geeinigt. Am Schluss ließ die Gewerkschaft alles platzen, wegen ein paar Euro. Zu groß war die Versuchung, der Krankenbahn noch eins mitzugeben. Schon lange versucht die EVG, sich ein härteres Streik-Image zuzulegen. In der Vergangenheit waren es ja häufig die Kollegen von der konkurrierenden Lokführergewerkschaft, die es in die Schlagzeilen schafften. Profilierungssucht. Deshalb standen sich heute Morgen Millionen die Beine in den Bauch und froren. Der Streiktermin hätte die Bahn nicht schlimmer treffen können. Alles kommt zusammen. Der Fahrplanwechsel, der Hochbetrieb im Vorweihnachtsverkehr und die derzeit miserable Verfassung des Bahnkonzerns selbst. 25 Jahre nach Beginn der großen Bahnreform ist von der harmonischen Eisenbahnerfamilie nicht mehr viel übrig. Gewerkschaften und das Unternehmen gingen damals noch respektvoll und wertschätzend miteinander um. Weil bald Weihnachten ist, wünsche ich mir, dass morgen Nachmittag in diesem Geist weiterverhandelt wird. Und bestimmt würde alles schneller gehen, wenn sich Gewerkschaft und Bahn, wie heute viele Kunden, bei Nieselregen und 5 Grad auf dem unüberdachten Teil von Bahnsteig 1 in Wattenscheid treffen würden. Und nicht in einem Berliner Hotel mit Weihnachtsdeko. Holger Ohmstedt kommentierte: In puncto Klimaschutz ist Deutschland im weltweiten Vergleich nur noch Mittelmaß. Einzelheiten dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers. Im Klimaschutzindex, der jährlich von Umweltorganisationen erstellt wird, rutschte Deutschland auf Platz 27 hinter Länder wie Indien oder Rumänien. Im vergangenen Jahr lag die Bundesrepublik noch auf Rang 22. Grund für die Verschlechterung sei vor allem der hohe Verbrauch von Braunkohle, so die Studie. Die ersten 3 Plätze wurden nicht besetzt, weil kein Land die Bedingungen des Pariser Klimaabkommens erfülle. Schlusslichter unter den 56 untersuchten Staaten sind die USA und Saudi-Arabien. Bundespräsident Steinmeier hat in Peking die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen gewürdigt. Bei seinem Treffen mit Präsident Xi sprach Steinmeier auch den in seinen Augen problematischen Umgang Chinas mit Andersdenkenden und Minderheiten im Land an. Der Besuch in der großen Halle des Volkes war Höhepunkt und Abschluss seiner 6-tägigen China-Reise, bei der sich Steinmeier auch über die umstrittenen digital gestützten Überwachungsvorhaben der Regierung informierte. Die großen Rüstungsunternehmen haben im vergangenen Jahr für fast 400 Milliarden US-Dollar Waffen und Militärdienste verkauft. 2,5% mehr als im Vorjahr. Mit Abstand die meisten Waffen wurden in den USA hergestellt. Vor Russland und Großbritannien. Größter Produzent bleibt die US-Firma Lockheed Martin mit rund 45 Milliarden Dollar Umsatz. Unter den ersten 100 sind 4 deutsche Unternehmen, darunter Rheinmetall mit 3,4 Milliarden und ThyssenKrupp mit 1,9 Milliarden Dollar Umsatz. In Oslo ist der Friedensnobelpreis verliehen worden. Er geht in diesem Jahr an die Jesidin Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis Mukwege. Die Jury würdigte damit ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Konfliktgebieten. In Stockholm wurden am Abend außerdem die Nobelpreisträger für Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft geehrt. Heute vor 70 Jahren verabschiedete die UN-Vollversammlung die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der es ganz zu Anfang heißt: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das liest sich zwar gut, die Wahrheit allerdings ist eine andere. Viele verlassen ihre Heimat, um wenigstens einen Teil von Freiheit und Würde im Leben genießen zu können. Nicht zufällig zeigen die Silhouetten auf dem Gebäude, in dem heute der UN-Migrationspakt von mehr als 150 Ländern angenommen wurde, Menschen auf dem Weg ins Ungewisse. Es war eine lange Diskussion um diese weltweiten Vereinbarungen, denen sich Länder wie die USA, Australien oder Österreich am Ende nicht anschlossen. Bundeskanzlerin Merkel verteidigt in ihrer heutigen Rede auf der Konferenz in Marrakesch energisch den Pakt.
Deshalb bin ich auch sehr bewusst heute hier nach Marokko gekommen, um nicht mehr und nicht weniger als die Grundlagen unserer internationalen Zusammenarbeit. Und deshalb lohnt es sich, um diesen Pakt zu kämpfen, einmal wegen der vielen Menschen, die daraus ein besseres Leben bekommen können, aber zum anderen auch wegen des klaren Bekenntnisses zum Multilateralismus. Nur durch den werden wir unseren Planeten besser machen können. Und dem fühlt sich Deutschland verpflichtet. Aber zu was genau hat sich denn nun Deutschland verpflichtet, indem es den Pakt anerkannt hat? Und warum war eine Vereinbarung gerade jetzt so wichtig? Alina Stiegler in einem kurz erklärt über die weltweite Migration und eine politische Antwort darauf. 258 Millionen Migranten gab es 2017 weltweit. Damit erreicht die Zahl der Menschen, die nicht in ihrem Geburtsland leben, ihren Höchstwert. Fast 70 Millionen davon sind Geflüchtete, also Menschen, die eine begründete Furcht vor Verfolgung haben. Ihren Schutz regelt das UN-Flüchtlingswerk und die Genfer Flüchtlingskonvention. Die Richtlinien für Migranten sind international bisher nicht geregelt. Das wollen die Vereinten Nationen ändern. Der globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration ist 32 Seiten lang und hat 23 Ziele. Das oberste: international besser kooperieren. Aber auch Bekämpfung von Menschenhandel und Fluchtursachen, Standards für Arbeitsmigranten, Zugang zu Informationen und eine bessere Zusammenarbeit bei der Rückkehr von Migranten in ihre Heimatländer. Kurz: legale Einwanderung soll erleichtert, illegale reduziert werden. Die Erklärung ist ein sogenanntes Soft Law. Dieses weiche Recht dient vor allem als Gesprächsgrundlage für die Zukunft. Und auch wenn der Migrationspakt nicht eingeklagt werden kann, hat er dennoch eine politische und moralische Wirkung. Ob allerdings gerade diejenigen, die aus Afrika kommend, wie hier über die Straße von Gibraltar, nach Norden drängen und darin den einzigen Ausweg aus Armut und Perspektivlosigkeit sehen, auf den moralischen Effekt des Paktes setzen können, das bleibt fraglich. Gerade in Europa, wo die meisten Migranten aus Afrika hinwollen, erkennen mehrere Länder den Pakt nicht an. Von der Küste des Gastgeberlandes in Marokko aus gesehen, scheint das Ufer des so verheißungsvollen Europa gerade einmal wenige Ruderschläge entfernt zu sein. Stefan Scharf über das Transitland Marokko und eine weite Reise, deren Ziel so nahe liegt. Die Nahtstelle zwischen Afrika und Europa verläuft hier im Norden Marokkos. Mit hohen Grenzzäunen schützt Spanien seine Exklaven Ceuta und Melilla gegen Migranten. Die versuchen zu Hunderten, das gefährliche Hindernis zu überwinden, meist vergeblich. Marokkos Grenzpolizei erledigt oft schon vorher die schmutzige Arbeit. Sie kesselt die Menschen ein, trägt sie vom Zaun fort und verfrachtet sie in Busse. Dann werden sie in den Süden des Landes gebracht, tausende Kilometer weg von der Grenze. In Marrakesch, dort, wo heute der Migrationspakt beschlossen wurde, treffen wir drei junge Männer aus Kamerun. Sie erzählen uns, wie sie im Norden Marokkos von der Polizei aufgegriffen und verhaftet wurden. Dann hat man sie im Süden des Landes ausgesetzt. Wir wurden dabei misshandelt, geschlagen und ständig beleidigt. Es war schlimm. Wenn du in Marokko lebst, dann lebst du ständig in Angst. Dein Leben kann sich von einer Minute auf die andere ändern. In heruntergekommenen Häusern verstecken sich Afrikaner immer in der Angst, entdeckt zu werden. Viele von ihnen haben sich beim Versuch, die Grenzanlagen zu überwinden, verletzt. Als Gastgeber der Migrationskonferenz gibt sich Marokko als tolerantes Land und verweist darauf, dass man seit Jahren einen Plan verfolge, mit dem man Zuwanderer integrieren wolle. Seit 2013 haben wir 50.000 Migranten, die aus dem Süden kommen, erlaubt, bei uns zu bleiben. Sie dürfen arbeiten und haben Zugang zum Gesundheitssystem. Das klingt zwar human, aber manchmal ist die Realität doch anders. Korruption bei Beamten, Übergriffe von Polizisten. Wer sich zum Migrationspakt bekennt, sollte solche Missstände abstellen, sagen Zivilgruppen. Der Migrationspakt gibt der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, Fehlentwicklungen zu kritisieren. Wir können nun überprüfen, ob die gemachten Vereinbarungen eingehalten und respektiert werden. Migration, das ist nicht nur ein Problem Europas, das wird uns bei den Gesprächen mit den jungen Männern aus Kamerun klar. Sie hoffen, irgendwann eine Aufenthaltserlaubnis für Marokko zu bekommen. Ein Leben ohne Angst, das ist ihr Traum.
Nach Kamerun kann ich nicht mehr zurück. Trotz aller Probleme, die wir hier haben, möchte ich in Marokko bleiben. Es ist hier besser für mich. Und so ist Marrakesch für Menschen wie Sie immer noch ein Ort der Hoffnung. Knapp die Hälfte der 2,5 Millionen Wahlberechtigten in der ehemaligen Sowjetrepublik Armenien hat sich an der Parlamentswahl beteiligt. Noch einmal die Nachricht mit Judith Rakers. Aus der vorgezogenen Abstimmung ist das Bündnis von Premierminister Paschinjan als klarer Sieger hervorgegangen. Seine Bewegung erhielt nach Angaben der Wahlkommission rund 70% der Stimmen. Damit kann Paschinjan nun im Parlament Reformen durchsetzen, die die ehemalige Regierungspartei bislang blockierte. Paschinjan gilt vielen Armeniern als Hoffnungsträger, weil er die Wirtschaft ankurbeln und gegen Korruption vorgehen will. Die Verschiebung der Brexit-Abstimmung hat die Kurse an der Frankfurter Börse belastet. Außerdem sorgte der Chemiekonzern BASF mit einer Warnung vor sinkenden Gewinnen für Aufsehen. Mehr dazu von Stefan Wolf. Schon vor ein paar Wochen hatte BASF gewarnt, jetzt kommt es wohl noch dicker als ursprünglich erwartet. Der Chemiekonzern geht davon aus, dass der Gewinn in diesem Jahr um bis zu 20% schrumpfen wird. Ein Grund ist der niedrige Rheinpegel. 40% seiner benötigten Rohstoffe bekommt das Werk in Ludwigshafen auf dem Wasserwege geliefert. Außerdem leidet BASF unter der schwachen Autokonjunktur. Vor allem in China hielten sich die Autobauer wegen der drohenden Zölle zurück. BASF liefert Lacke und Farben an die Autoindustrie, außerdem noch Brems- und Kühlflüssigkeit und spezielle Öle. Das China-Geschäft trägt 20% zum Umsatz des Konzerns bei. Immer mehr Unternehmen kappen im Moment ihre Prognosen. Zuletzt der Chemiekonzern Covestro und das Gesundheitsunternehmen Fresenius. Die Warnung von BASF dürfte nicht die letzte gewesen sein. Im Aktienhandel setzte sich beim DAX heute der Abwärtstrend fort. Der Leitindex schloss mit 10.622 Punkten. In New York gab es ein kleines Plus. Der Dow Jones ging mit 24.423 Zählern aus dem Handel. Strenges Winterwetter hat in weiten Teilen der USA zu chaotischen Zuständen geführt. Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom. Der Verkehr ist teilweise zum Erliegen gekommen. Am Flughafen Raleigh wurden etwa 1.000 Verbindungen gestrichen. Viele Flugausfälle gab es auch in Chicago. Im Bundesstaat North Carolina wurde der Notstand ausgerufen. 2 Wochen vor Heiligabend ist es Zeit, das Weihnachtswetter wachzurütteln. Sven Plöger, wie wird's denn morgen? Das war gut gefahren. Ich habe gerade, Pina, lange darüber nachgedacht, was passiert wohl jetzt mit uns beiden. Aber nun die Frage nach morgen, die ist eine gute Frage. Und da gibt es noch einiges in Sachen Schnee, der sich dann langsam zurückzieht. Dann wird sich die Lage beruhigen. Temperaturen werden ein bisschen fallen. Und wenn wir schon bei Temperaturen sind, kurz noch mal Bezug nehmend auf das, was wir da gerade aus den USA gesehen haben. Notstand wurde teilweise ausgerufen. Es hat massenweise Schnee gegeben. Die Bilder haben Sie gerade gesehen. Wir schauen mal nach Richmond, die Hauptstadt von Virginia. Da hat es aktuell schon wieder plus 1 Grad. Und diese ganze Problematik mit dem Schnee wird sich relativ rasch zurückziehen. Wir haben mal für die nächsten Tage geguckt, was die Temperaturen machen. Freitag 13, Samstag dann tatsächlich schon wieder 16 Grad. Also der Schnee wird dort verschwinden. Bei uns kommt ein bisschen was an Schnee. Das ist der 15-Tage-Trend für München. Da hat es ja heute Abend schon einiges an Schnee gegeben. Die Straßen sind in vielen Teilen der Stadt weiß geworden und die Temperaturen fallen weiter. Da könnten wir dann hier beim Eistag landen. Der Freitag, vielleicht auch der Samstag, Temperaturen knapp unter 0 oder um 0 Grad. Und dann springt, das sahen Sie gerade noch schön, der Wert wieder nach oben. Der Radarfilm aktuell läuft und zeigt Ihnen, dass weitere Schauer unterwegs sind. Und hier am Alpenrand, da hängt es ein bisschen. Das war das, was auch in München zum Teil sogar Blitz und Donner gebracht hat und was sich jetzt am Alpenrand staut in der Nacht. Weitere Schneeschauer kommen hinterher. Unterhalb von 200-300 Meter mischt sich natürlich auch der Regen rein. Seien Sie auf jeden Fall auf den Straßen vorsichtig. Glättegefahr besteht, denn die Temperaturen bis morgen früh im Allgäu geht es runter bis minus 4 Grad. Sonst teilweise leichter Frost, auf Helgoland allerdings plus 6. Der morgige Vormittag startet für viele bewölkt mit weiteren Schnee- oder Schneeregenfällen nach Norden, Schleswig-Holstein zum Beispiel sehr freundlich. Nachmittags im Nordwesten längere sonnige Abschnitte, sonst immer wieder einige Niederschläge in Schauerform. Die Temperaturen erreichen in der Osthälfte 2 bis 5, am Rhein und im Nordwesten 7 oder 8 Grad. Starker Wind ganz im Norden biegt um auf nordwestliche Richtungen, wird dann schwächer. Mittwoch und Donnerstag Wolkenfelder und die Schneefälle
werden immer seltener. Aber Pina, es gibt einen Hauch von Winter im Land. Dankeschön, Sven Plöger. Und hier geht es, wie bereits angekündigt, weiter mit einem Weltspiegel extra zu den Protesten in Frankreich. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:30 Uhr und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Tschüss.